Augenreiben ist erlaubt, denn ein alter Bekannter ist zurück auf dem Fußballplatz. Mario Basler betritt den Rasenplatz an der Weberstraße und das hat eigentlich gar keinen so besonderen Grund. Einfach zu viele Verletzte bei Türkgücü Osnabrück und da ist Basler ja seit einer verlorenen Wette Spielertrainer in dieser Saison. Von daher ist das dann natürlich Ehrensache für Super Mario, die Schuhe zu schnüren. Die Hausherren von links nach rechts in den schwarz-weißen Trikots erstmal defensiv gefordert. Dann auch die erste lange Idee von Basler. Die landet noch beim Gegner, aber die Spezialität des ehemaligen Nationalspielers sind ja sowieso die Freistöße. Hier kriegt er seine erste Gelegenheit. Da fehlt noch das Zielwasser, aber Basler mit sichtlichem Enthusiasmus dabei. Hier gleich der nächste Standard für den 262-fachen Bundesligaspieler. Ungewohntes Bild, auch für viele Fans, so eine Legende hier auf dem Rasen zu sehen. Gästeabwehr hier noch hellwach. Basler aber dann auch schöne Grätsche vom Mann mit der Nummer 11. Dann aber die Gäste mit der ersten nennenswerten Offensivaktion und dann steht es hier gleich 0:1. Hellwig in der 18. Spielminute. Mario Basler entsprechend bedient. Und ja, das ist zu wenig. Viel zu weit weg vom Gegenspieler. Keeper Löck chancenlos aus der Distanz. Und dann steht es hier 0:1. Und die Gäste wollen es gleich wissen. El Chami beim Freistoß, dann dieser Kopfball. Tim Pepek und dann steht es 0:2. Zuordnung stimmt überhaupt nicht. Und der Spitzenreiter sieht sich dem Rückstand gegenüber. Kopfball schön platziert. Aber Mario Basler ist langsam auch bedient. Sein Team muss jetzt zur Aufholjagd blasen. Doch das tun die Weiß-Schwarzen dann auch. Diese Aktion hier noch eher harmlos, aber der zweite Teil der ersten Hälfte gehört komplett den Basler-Mannen, der hier routiniert mal zurückspielt. Hat natürlich immer noch die Ausstrahlung, sobald er den Rasen betritt. Der Ball hier landet allerdings beim Gegner. Dann wieder Türkgücü, aber Arek Bodi im Kasten ist da. Diese Situation für mich kein Elfmeter. Dann bereinigen die Gäste auch, die defensiv immer mehr gefordert werden. Nächster Abschluss. Allerdings Arek Bodi wirklich sehr, sehr stark. Dann diese Abseitsposition hier. Dann rückt auch mal der Gästetrainer in den Fokus, Peter Kappus. Aber auch Mario Basler wird da gleich zum Zwiegespräch bereit sein. Schiedsrichter Florian Hottfeld hat alles Mögliche zu tun hier, die Gemüter wieder zu beruhigen. Spiel insgesamt sehr, sehr aggressiv. Aber Basler ja schon immer ein aggressive Leader, wie man heutzutage sagt. Dann wieder die Hausherrin. Sünger mit der unfreiwilligen Vorlage und Arek Bodi mit der starken Parade. Klingt etwas verrückt, aber der Keeper vielleicht der beste Mann bei den Gästen, obwohl sie hier mit 2:0 führen. Solche Szenen hier absolut selten. Die Gäste nur hinten drin und dann passiert es auch. Kurz vor der Pause, 44. Spielminute. Super Mario himself mit dem Treffer. Spekuliert da auf den Fehler in der Gästeabwehr, der dann auch kommt. Und dann versuchen sie alles noch vor der Pause, das Unentschieden zu erzwingen. Latte rettet hier für Dodesheide. Und dann auch noch diese Aktion schon tief in der Nachspielzeit des ersten Durchgangs. Wieder Arek Bodi. Und dann ist tatsächlich hier Pause. Wildes Spiel, wilde Partie, wilder Mario Basler. Dann rein in den zweiten Durchgang. Wie sollten wir anders anfangen als mit einem Freistoß von Basler?
Noch fehlt etwas das Zielwasser und dann diese Szene hier. Eigentlich bin ich ein super Typ, sagt Basler in seiner Biografie. Und hier zeigt er auch, warum. Blavsic, der Kapitän bei den Gästen, hier verletzt. Da hilft Basler natürlich gerne. Sehr, sehr schöne Szene, aber dann wird auch wieder Fußball gespielt hier an der Weberstraße. Die Gastgeber ja zuletzt mit 9 Siegen in Folge. Sie wollen ihre Serie heute nicht enden lassen. Nächste Aktion von Basler. Aber Arik Bodi wirklich extrem stark, auch in der zweiten Hälfte. Bei dem Abschluss hier fehlt dann allerdings bei den Hausherren auch das Zielwasser. Dann verlässt Basler den Rasen in der 70. Spielminute. Trainingsjacke drüber und dann die Kippe danach. Darf natürlich auch nicht fehlen. Mit Tradition soll man ja nicht brechen. Basler schon immer als Genießer bekannt. Gelingt den Hausherren hier noch der Ausgleich? Das ist dann in der Folge die ganz große Frage, die auch Basler hier umtreibt. Jetzt wieder als Trainer gefragt und er sieht seine Mannen kommen. Nächste Lattenaktion. Und dann auch noch dieser Freistoß hier, der ans Gebälk zimmert. Saklam war das, toller Freistoß. Und Mario Basler dann auch an der Seitenlinie erregt. Es macht ihm einfach Spaß. Dieser Disput mit dem Schiedsrichter, die beiden werden sicher beste Freunde. Allerdings erst nach dem Spiel. Und dann sind wir schon ganz, ganz tief drin in der Partie, die Nachspielzeit. Und dann fällt tatsächlich der Ausgleich. Afdijay macht das 2:2 und das ist am Ende des Tages mehr als verdient. Mario Basler reicht das dann immer noch nicht. In der Folge hören wir seine Stimme zur Partie. Spiel am Schluss 6 oder 7-2 ausgeführt. Das kann ja was sagen. Ich meine, wir haben dreimal Latte getroffen. Der Torhüter hat hervorragend gehalten heute. Und wir können mit dem Punkt ganz gut leben. Wir sind 4 Punkte vom Zweiten. Wir haben jetzt 2 Gegner, die wir besiegen müssen. 2 Mannschaften, die ganz hinten stehen. Von daher, unser Aufstieg sollte nächste Woche perfekt gemacht werden. Ja, Freistöße sind ja immer ein bisschen Glück, ne? Gerade von der Position. Aber ich habe natürlich schon den Ball bewusst da vorne reingespielt, weil ich weiß ja, dass ein Torhüter dann auch irritiert werden kann durch seine eigenen Mitspieler. Und das ist mir so ganz gut gelungen. Und ich glaube, war noch ein bisschen abgefälscht, meine ich, vom Gegner. Aber letztendlich getroffen, das reicht. Du sollst Freitag wieder im Kader sein? Ja, wir gucken. Also ich werde die Schuhe mitnehmen, aber ich werde sicherlich nicht von Anfang an spielen am Wochenende.